gerne. Ihr werdet immer besser. Ihr werdet immer besser, was man von Philipp Amthor nicht sagen kann. Der fährt immer schlecht, haben Sie es mitbekommen? Philipp Amthor? Philipp Amthor geht demnächst wohl mehr zu Fuß, denn er ist in der 70er-Zone mit glatten 120 km/h erwischt worden. Donnerknispel, der Knirps. Der hat aber Gas gegeben. Ja, der Lappen ist weg und damit meine ich ausnahmsweise mal nicht Armin Laschet. Ja. Haben wir eigentlich ein Bild von ihm, wie er durch die Radarfalle gefahren ist? Haben wir eins da? Ja? So. Oh! Das gibt doch mindestens eine Woche Hausarrest. Ja, und ab morgen fährt er wieder mit dem Schulbus. Unter uns, ich habe das Gefühl, er ist ein richtiger Verkehrsraudi. So bin ich und insoweit trifft mich die Kritik überhaupt gar nicht. Dafür lieben wir ihn doch, ne? Unseren Berufsjugendlichen. Wo wir gerade schon über Verbrecher reden, es ist Zeit zurückzukommen zur großen Giovanni Zarella Show. Das perfide Musikgeheimnis der Giovanni Zarella Show. Also ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal aufgefallen ist, aber Giovanni, ganz liebe Grüße, er nimmt ja im Grunde genommen den deutschen Schlager, ja, textet den dann um in Fantasie-Italienisch, sodass wir den nicht mehr mitsingen können. Das ist der Masterplan vom Herrn Giovanni Zarella. So. Und weil wir uns mal gefragt haben, was singt er denn da eigentlich für ein Italienisch? Ist das denn wirklich der Originaltext? Haben wir mal ganz genau hingehört und den Text dann jetzt wieder zurück ins Deutsche übersetzt. Und da schau an. Ora basta, basta, tu sei solo mia, basta. Ja, ich wusste auch nicht, dass Italienisch so leicht zu übersetzen ist. Und weil wir gerade dabei waren, so schön zu untertiteln, was häufig irgendwie untergeht, ja, gerade in solchen großen Sendungen, wo viel Applaus ist, Nebengeräusche, manchmal hört man diese Zwischenmoderationen gar nicht richtig. Und deshalb haben wir uns mal die Mühe gemacht, auch diese Zwischenmoderation mit Untertiteln zu versehen. Und da sind wir wirklich über etwas gestolpert. Wir sind jetzt noch sprachlos. Ist das wieder schön, vor so vielen Leuten zu spielen, ey? Ich bin so aufgeregt, ey. Max Giesinger, ragazzi! Bitte, den Schwarzmann, wie schön, dass du da bist. Nur, dass Sie es wissen, wir haben die Tonspur nicht verfremdet. Ja? Wir haben nur genau das hingeschrieben, was Sie gehört haben. Also, dass Sie uns glauben können. Wir hören noch mal rein. Ist das wieder schön, vor so vielen Leuten zu spielen, ey? Ich bin so aufgeregt, ey. Max Giesinger, ragazzi! Bitte, den Platzmann, wie schön, dass du da bist. Damit aber nicht genug. Dann ist uns noch was anderes aufgefallen. Und zwar hat Giovanni wohl ein leichtes Problem damit, seine Emotionen auszudrücken. Beziehungsweise, wenn ihm nicht das richtige Wort einfällt, dann benutzt er Geräusche. Ja? Er benutzt dann gerne mal ein Ah oder ja? Hier mal ein Beispiel. Sehr gut, sehr gut. Ah, erstmal vorneweg vielen Dank für das Feedback von euch, von Ihnen zu Hause. Ja? Weil es so schön war, hier noch ein anderes Beispiel. Damals, 2019, in Mercedes-Benz Arena, mein letztes Konzert, da durfte ich noch für Sie singen und das war ein ganz großartiger Moment, weil meine Mama und überhaupt alle Mamas sind die Größten. Wow. Benny. Oh. Na, das scheint er sich doch von ihr hier abgeguckt zu haben. Oh. Jetzt wussten wir ja, worauf wir achten müssen. Also haben wir uns die gesamte Sendung angeguckt und, sagen wir mal, seine Gefühlsausbrüche für Sie zusammengestellt. Ah. Ich freue mich tierisch. Ich freue mich so, dass...
Musikerkollegen. Also wirklich. Oh. Danke dir, Mann. Ben, hey. Oh. Oh. Michael Patrick Kelly! Oh. Oh. Vielen lieben Dank. Oh. Oh. Schön, euch zu sehen. Ciao. Oh. So, jetzt hast du ja hier. Ah, vielen lieben Dank von Herzen. Danke, dass ihr da seid. Ah. 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 Oh. Ah. Ja. Damit aber noch nicht genug. Als besonderen Service haben wir jetzt diese A's noch etwas knapper zusammengeschnitten. Ah, 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 ja. Ich muss Ihnen sagen, als ich das gehört habe, das hat mich irgendwie an einen Film erinnert, den ich vor kurzem gesehen habe. Ah, 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 ah,